Hallo, mein Name ist David Gatsch. Ich bin Fachangestellter für Mediendienste hier in der Zentralbibliothek Düsseldorf und heute zeige ich euch die Bibliothek der Dinge. Dinge, die man selten braucht, muss man nicht zwingend kaufen. Bei uns könnt ihr jetzt Dinge ausprobieren, die ihr vielleicht nicht sofort kaufen wollt. Ich zeige euch jetzt mal einige Gegenstände, die wir ab dem 28. anbieten werden. Wir bieten viele Gegenstände für euer musikalisches Herz an. Neben einem professionellen Aufnahmegerät, einem Notenständer, bieten wir jetzt auch Instrumente an, zum Beispiel eine Ukulele, eine Tongue Drum oder eine Gitarre wie diese. Wir bieten auch viele technische Gegenstände an, zum Beispiel Controller für verschiedene Konsolen, ein Disco-Licht oder diesen Mini-Projektor. Mit dem könnt ihr entspannt zu Hause mal einen Film auf einer großen Leinwand oder auf der weißen Wand schauen. Wer kennt sie noch, die Dias? Vielleicht habt ihr noch irgendwelche Dias eurer Großeltern, die ihr gerne digitalisieren wollen würdet. Jetzt könnt ihr in der Zentralbibliothek diesen Dias-Scanner ausleihen, mit nach Hause nehmen und die Dias digitalisieren. Neben diesem Dias-Scanner haben wir noch viele weitere ungewöhnlichere Gegenstände, wie zum Beispiel einen Sternhimmelprojektor. Für die Geburtstagsfeier der Kinder haben wir jetzt auch Geburtstagskisten im Angebot. Wir haben viele verschiedene Themen zur Auswahl. Ich habe euch einmal die Geburtstagskiste der Detektive mitgebracht. Wir haben hier zum Beispiel Backbücher für verschiedene Kuchen, auch zum Thema passend mitgebracht. In dieser Box findet ihr auch verschiedene Bücher und auch Spiele, zum Beispiel hier so ein Exit-Spiel zum Thema Detektive. Und das Highlight dieser Box vielleicht, wir haben verschiedene Geheimstifte, mit denen ihr Geheimbotschaften schreiben könnt. Diese Kiste kann man sich mit nach Hause nehmen, um coole Ideen für den nächsten Kindergeburtstag zu erhalten. So, jetzt wisst ihr, was es mit der Bibliothek der Dinge auf sich hat. Ab dem 28.04. könnt ihr sowohl in der Zentralbibliothek als auch bei den teilnehmenden Stadtteilbibliotheken viele verschiedene Gegenstände ausleihen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Entdecken der Bibliothek der Dinge.